Link sagt uns jetzt, was hier vor 100 Jahren passiert ist. Was ist denn passiert, Link? Wir laufen auf den dunklen Berg zu. Aber das ist nicht das Einzige, was uns im heutigen Part zu erwarten hat. Nämlich ist sehr, sehr wahrscheinlich dort vorne eine weitere Erinnerung und ein weiteres Geheimnis, das noch nicht gelüftet wurde. Außerdem haben wir diesen, neuen Moblin entdeckt. 144 Leben hat er. Dafür wird die Moblanze wohl nicht ausreichen. Aber der große Boomerang sollte damit schon gehen, wenn er mich nicht gleich komplett K.O. haut. So, weg mit ihm. Und dann ist er auch schon bald down. Weg mit dem Schild und down ist er. So, und neuer Loot? Nee. Ja, okay. Habe ich aber auch nicht gedacht fürs Erste. Und natürlich immer schauen, ob eine Truhe im Wasser ist. Und ja, genau. Das wollte ich sagen. Dort unten ist noch eine Truhe. Die Frage ist, die kommen wir wieder hoch. Ach, okay. Aber wir gehen sie lieber gleich holen oder halt auch doch nicht. Denn wir können nicht so weit, doch können wir, Eisblöcke platzieren. Und wenn sich das nicht gelohnt hat, dann bin ich aber ganz enttäuscht. Denn um hier wieder hochzukommen, braucht es dann schon einiges. Und wie wir das schaffen werden, müssen wir dann auch noch schauen. Komm, was gönnt es in dieser Truhe? 3, 2, 1, let's go! Okay. Aber hat sich, ja, hat sich gelohnt. 26 und das sieht mir nach einem Einhänder aus. Wenn es ein Zweihänder ist, ist auch sehr gut. Aber Einhänder, oh, ja, 26. Das wäre OP. Die Ritter von Hyrule waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Es ist leicht zu führen und verfügt über eine starke Angriffskraft, weshalb es heute bei Abenteuern sehr beliebt ist. Und dafür ist auf jeden Fall Platz in der Tasche. Weg mit der Moblanze, auch wenn sie neu ist. Stärke 4 können wir nicht gebrauchen. Boah, ist das hell. Und jetzt frage ich mich, kommen wir hier gleich hoch oder nicht? Wenn nicht, dann ist das problematisch. Im vielen Sinne. Aber ich denke, du schaffst das, Link. Ja, sollte doch schon reichen. Und ja, ach ja, hier ist ja, ja, okay, hier können wir uns ausruhen. Ja, okay, dann reicht es eh easy. Das habe ich nicht mitberechnet. Und wir sind aber unter der Brücke, ja, das ist natürlich auch nicht so das Ziel gewesen, aber okay. Boah, hier wäre auch ein Secret gewesen. Osttor der Hanellestraße. Das könnte auch ein wirklich gutes Secret gewesen sein dort. Oder beziehungsweise man hätte es dort machen können, hat man nicht gemacht. Schade, aber ist es so. Und wir kommen näher dem mysteriösen Berg. Natürlich ja, der Seligberg und alles müssen wir noch erkunden. Und natürlich auch die Vollblutebene. Ja, das werden wir in den nächsten Parts alles machen. Dort müssen wir einfach den anderen Weg nehmen. Und ich habe recht gehabt, hier ist die nächste Erinnerung am Fuße des Eisberges, den man tatsächlich gar nicht sieht, denn ja, er ist von Nebel bedeckt. Ich denke, Link sagt uns jetzt, was hier vor 100 Jahren passiert ist. Was ist denn passiert, Link?
Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ach. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen. Aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Zweifel. Es ist soweit. Er ist es. Er ist erwacht. Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment. Bruder. Ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpass Ganon eine Abreibung! Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein! Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen. Das ist passiert, bevor Ganon kam. Diese Erinnerung spielt definitiv genau dann, wenn Ganon aufgetaucht ist. Kann man klar erkennen. Und so wie ich das interpretiere, sind das die vier Recken, also die Hüter der Titanen. Und Link soll sich auf den Weg machen ins Schloss Hyrule. Und das ist jetzt auch ziemlich klar. Die Erinnerungen haben eine Reihenfolge. Und was Zelda angeht, ja, die hat halt einfach auch in der letzten Erinnerung schon ein bisschen sowas angedeutet, dass Link halt alles erreicht hat. Er hat halt seine Fähigkeit, sage ich jetzt mal, freigeschaltet. Aber Zelda anscheinend nicht. Und, oh, what the? Nochmal kurz zurück. Und ja, Zelda sollte irgendeine Kraft auch haben, aber hat sie anscheinend nicht. Und ja, dadurch ist sie halt enttäuscht und die vier Recken versuchen sie zu trösten, aber dann kommt Ganon. Und Link soll sich auf den Weg machen zum Schloss Hyrule. Und die Recken gehen zu ihren Titanen, um Link zu unterstützen. Aber was ist das denn? Wieso gehe ich denn so nah ran? Ach du Scheiße, er hat mich gesehen. Lol. Was? Er greift mich nicht an, ihren Ma... Oh, aber 2000. Leben. Oh, okay, ja, das wird eher ein bisschen schwer fürs Erste. Ich markiere ihn mir einfach mal.
So. Ich markiere ihn jetzt mal mit einem Schwert, oder? Ich meine, ja, was meint ihr dazu? Ist ziemlich eindeutig, dass das ein Kampf sein soll. Aber bevor es zu dem Berg geht und wir dieses ganze Gebiet schon erkunden, will ich noch die Vollblutebene erkunden. Deshalb jetzt zurück zu Kakariko und dann diesen Weg zur Vollblutebene. Ja, diesen Gegner ist zwar, ja, gleich hier, aber ich denke nicht, dass wir den besiegen können. Wenn ihr denkt, wir schaffen das, beziehungsweise wenn ihr wisst, wie stark er ist, schreibt es in die Kommis, aber jetzt muss ich ganz schnell los, denn jetzt greift er mich an. Wir sehen uns gleich in Kakariko. So, wir sind jetzt hier in Kakariko angekommen und jetzt geht es wie üblich zur Feenquelle und von dort aus... Ja, okay, der haut eh wieder ab. Naja, von denen weiß ich jetzt auch nicht, nicht mehr als früher mal, aber wir wissen, dass sie Rumis heißen. Anhand des Fotoapparats haben wir dies erkannt. Das ist auf jeden Fall auch hilfreich. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wie etwas heißt, könnt ihr auch einfach den Fotoapparat darauf einsetzen, hätte ich gesagt, ja. Oder drauf zielen, besser gesagt, und dann seht ihr, wie das ganze Teil heißt. Beziehungsweise benannt wurde. Hier vorne, warte. Was ist eigentlich passiert mit den Einstellungen? Irgendwas ist hier passiert. Die Karte ist irgendwie nicht mehr da. Kann man das irgendwo... ja, ich habe den Knopf gefunden. Anscheinend ist es irgendwie ausgestellt gewesen, wie auch immer. Jetzt ist die Karte wieder hier. Das heißt, jetzt geht es mit Karte weiter. Ich habe mich auch schon ein bisschen gewundert. Und dort ist eine Krogblume. Let's go. Ein weiterer Krog ist immer gut. Ihr wisst Bescheid. Hier oben. Und wo geht es weiter? Hier. Okay. So. Okay, hier unten. Es scheint nicht allzu schwer zu sein. Oder halt dann auch doch. So. Ja, hier oben. Ich dachte mir schon, dass es hier hoch geht. Aber jetzt haben wir ihn, diesen fiesen Krog, hoch oben gestartet. Dann doch wieder runter, aber trotzdem wieder hoch. Hier geht's in ein ganz spannendes Gebiet, das schwer zu erkunden ist. Und ich schätze ein, dass hier auch irgendwo ein Ivarok schlummert. Ich hätte gedacht, der, aber so ist es nicht. Und das Quarter-Hochland haben wir auch noch nicht erkundet. Auch das steht noch auf dem Plan. Also ja, wir haben viel zu tun. Als erstes geht's zum Lagerfeuer und dann über all diese Berge oder Hügel. Und ja, wenn dort nichts ist, dann ja, ist es ganz komisch. Und ist es wieder? Nein, es ist kein Reisender. Oh, hast du mich beim Singen erwischt? Ich bin Gerlach. Ich bin auf einer Reise durch das ganze Land, um mich selbst zu finden. Gerade bin ich auf dem Weg zum Dorf der Suchers, aber ich habe mich verlaufen und habe kurz davor aufgegeben. Beziehungsweise bin kurz davor aufzugeben. Ich habe eine Stimme vom Turm in Norden gehört. Um dorthin zu gelangen, müsste man aber erst den Weg finden, den Luzida-Fluss zu überqueren. Dorf des... Ja, ich habe keine Ahnung von allen. Das Dorf der Suchers ist eine Siedlung in Ranel, die von Volk der Suchers eingerichtet wurde. Leider scheint es mir unmöglich, den Luzida-Fluss zu überqueren. Ich habe aufgegeben, jemals dorthin zu kommen. Nein, komm, du schaffst es. Es gibt safe einen Weg, auch irgendwo eine Brücke oder so.
Was ist mit dem Turm im Norden? Wenn du von hier aus nach Norden gehst, wirst du jenseits des Lucida-Flusses einen riesigen Turm sehen. Ich meine, ich hätte von dort jemanden rufen können, aber ob da wirklich irgendjemand auf der Spitze ist? Wahrscheinlich eher weniger. Lucida-Fluss? Der Lucida-Fluss ist der größte Fluss in ganz Hanel. Denn schwimmend zu überqueren ist Selbstmord. Wenn du nach Norden willst, geh erst zur Insel Dehis, westlich von hier. Ein kleiner Umweg, der sich auszahlt. Wolltest du sonst noch was wissen? Nein, danke. Aber verfolg dein Ziel, geh doch zum Dorf des Suchers, irgendein Weg. Was? Da ist gleich der Turm. Bis irgendwann mal. Ach, hier ist gleich der Turm. Ja, da ist ja irgendwie 10 Meter oder so. Ja, der ist wirklich gleich hier. Und auch gleich... Ach, den habe ich schon markiert. Und auch gleich im Schrein. Ja, dort geht's auf jeden Fall ab. Aber ja, zuerst dieses Gebiet, vor allem dieser riesige Berg, ist interessant. Und wir gehen noch ein ganz bisschen weiter, bis die Karte anfängt aufzuhören. Damit wir das vollständige Gebiet für diese Karte erkundet haben. Und hier oben sehe ich noch was Interessantes. Und zwar, ja. Müssen. Warte. Was ist denn für ein Sound? Irgendwas höre ich da. Oh. Let's go. Ja, auch das haben wir. So, und ich höre da aber irgendwas. Ein Akkordeon oder was auch immer. Aber ich höre was. Jetzt nicht mehr. Ja, keine Ahnung, was das war. Aber auf jeden Fall eine spezielle Musik, die schnell wieder verschwunden ist. Ganz viele Hirsche hat es hier. Und Rehe natürlich auch. Aber keine Truhe im See. Das ist enttäuschend, aber muss halt auch mal sein. So, und jetzt gehe ich einfach mal um den ganzen See herum. Oder mal hier hoch. Ja, gehen wir mal hier hoch. Dann haben wir eine gute Übersicht und können sehen, ob irgendein bestimmter Punkt darauf hinweist, dass die Musik in dieser Nähe abgespielt wird, beziehungsweise dass sich dort was Interessantes befindet. Ja, genau, es beginnt zu regnen. Komm. Obwohl, da muss ich ehrlich sagen, habt ihr mir noch ganz viele Tipps in die Kommis geschrieben, also ganz viele, ihr habt mir Tipps in die Kommis geschrieben, dass man bei Regen auch klettern kann. Funktioniert gerade nicht, aber ja, egal. Aber ja, danke dafür. Ich freue mich natürlich immer über Tipps. Aber die Frage ist jetzt, wo wollen wir hin? Ich will jetzt nicht allzu sehr nach links, denn da geht's in ein anderes Gebiet und das Quarter-Buchland ist nicht für jetzt das Ziel, als Ziel gesetzt, kann man sagen. So, und hier könnte aber noch ein Ivarok sein. Ich denke aber eher weniger direkt beim See. Da könnte es viele Bugs geben. Und so ist es sehr, sehr wahrscheinlich auch. Ja, genau. Und jetzt kommen wir noch ganz knapp vielleicht hoch. Ja, sehr schön. Aber die Musik ist nicht erneut erhöht worden. Oder erhört. Nicht erhöht. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da was gleich gehört, aber nichts gesehen. Hier hat es eine Höhle. Waren wir hier schon, oder wie? Nein. Noch nie durchgegangen. Ich höre wieder was, ganz kurz. In der Ferne. Wo gehen wir denn hin? Ja, wir können noch diesen See abchecken. Ach.
Ist er das? Ja, das kann gut sein. Aber wer ist er? Also ein Feind sicher eher weniger. Eher ein NPC. Im lieben Sinne. Aber was er genau will, weiß man nicht. Es hat ein Siegel. Und er hat eine Quest. Einfach so ein random Dude in der Wildnis hat eine Quest. Und ich soll die alle finden, oder wie? Oh, Verzeihung. Ich dachte, ich wäre allein. Nanu, das da an deiner Hüfte. Ach, es ist nix. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen und ich... wer bist du überhaupt? Kashiwa heißt er. Oh, hast noch nie ein Orni gesehen? Doch, in der Erinnerung, aber ansonsten... Ach, was sind nur meine Manieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise diese Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Liedern von Hyrule? Nein, was für alte Lieder meinst du genau? Die alten Lieder. Sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verheerung aufgehalten haben. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich der Prüfung gestellt und sie überwendet hat. Und, möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja. Mit Vergnügen. Legen wir los. Ein grünes Land, pulsierend vor Leben, das gekrönte Tier im Lauf. Auf seinem Rücken sollst du dich erheben und die Heldenprüfung tut sich dir auf. Ja, der Text war ein bisschen schnell, aber ich glaube, ich habe es noch richtig lesen können. Das grüne Land muss diese Gegend hier sein, aber worum könnte es sich bei dem gekrönten Tier handeln? Das ist ein Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen konnte. Nun denn, möge dein Weg vom Licht erfüllt sein. Ja, okay. Einfach Star Wars in Breath of the Wild, oder wie? Also hier muss definitiv was sein, oder vielleicht auch gar nicht unbedingt. Es könnte auch nur ein Merkmal sein, dass man diesen NPC sieht. Aber ansonsten wäre es ja schon ein bisschen unfair. Ein NPC einfach so irgendwo random in der Gegend zu stellen und zu sagen, ja, er hat eine Quest. Aber auch das könnte ich Nintendo zutrauen. Das soll aber keine Beleidigung sein. Einfach, da ich schon verschiedene Spiele gespielt habe und ich weiß, dass es ein paar wirklich krasse Secrets gibt. Ja gut, das ist wahrscheinlich nicht gerade ein Secret, aber ja. Kann man sehen, wie man will. Und nein, es ist nicht nur zur Andeutung des NPCs, sondern auch ein Krog bereitet sich hier oben auf die Ankunft vor. Und ja, entweder wir rätseln jetzt 1000 Jahre lang wie er, oder wir kommen auf die Lösung, oder wir gehen einfach weiter. Das ist das Ding, aber es ist natürlich eine Quest, also was, das man abschließen muss, früher oder später. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Reh oder beziehungsweise auch den Hirschen zu tun hat, denn von denen hat es wirklich sehr viel gegeben. Ja. Und... ach nein, er hat mich entdeckt. Oh nein. Ja, ich denke nicht, dass... Ja, perfekt, er ist einfach verschwunden. Genau. Wir gehen nochmal zurück, vielleicht resettet er sich dann, beziehungsweise respawnt. Auf jeden Fall, ich denke tatsächlich, dass wenn es um das gekrönte Tier geht, der Hirsch gemeint ist, und was wir mit dem Hirsch machen müssten, ist nicht ganz klar, aber ja, es ist eher klar, dass wir ihn nicht erlegen müssen, denn ja, das bringt ja gar nichts. Aber ich habe da eine Idee, und zwar ist es so wie ein Schloss, in dem man einen Schlüssel einfügen muss. Was heißt, es braucht ein Gegenstück. Und das deutet für mich darauf hin, dass es so sein könnte, dass man mit dem Hirsch draufstehen muss oder beziehungsweise eben auch dem Reh. Aber ich bin der Meinung, es ist ein Hirsch.
Was genau werden wir noch sehen. Aber ja. Das Problem daran ist, dass wir den Hirsch verscheucht haben. Ja, sehe ich nix. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber ja, der respawnt auch nicht. Also nicht gleich. Nur wenn wir weit weggehen, oder? Ja. Ja, ist schwer. Oder sprechen wir nochmal ganz kurz mit ihm. Vielleicht resettet sich dann der Hirsch. Aber ansonsten, ja. Wetter ist sehr, oh, sehr hell. So. Wir hören einfach nochmal kurz das Lied. Dann hoffen wir, dass sich das Ganze resettet. Ja, im vollen Lauf war das, was ich nicht lesen konnte, da das Ganze sehr, sehr schnell... Oh, der Wasserfall dort hinten, durchgelaufen ist. So, okay. Jetzt hoffen wir mal, dass sich der Hirsch resettet hat. Könnte ich mir schon vorstellen, denn, ja, nach dem Lied und alles. Dort ist gleich der nächste Turm, den man von hier oben eigentlich gut erreichen kann. Und wenn ich jetzt wieder dorthin fliege, ist der Hirsch dort? Wenn ja, cool. Wenn nein, kommen wir ein andermal wieder. Ja, er ist nicht dort. Das heißt, eine Markierung und weiter geht's zuerst, denn wir können hier nicht ewig verweilen. Aber natürlich machen wir das sehr, sehr wahrscheinlich gleich im nächsten Part, also ja. Auch ein neuer NPC. Und der erste mit einer Quest, einfach so random. In der Wildnis. Und ja, hier hat's noch ein See. Und ein Reh, warte. Kann das auch hier Hirsche geben? Weiß man nicht. Ja, wie hat er mich gesehen? Ich habe mich doch geduckt und alles. Es kann gar nichts sein. Es kann wirklich nicht sein. Was soll ich denn machen? Wie kann ich ihn denn fangen? Ich schleiche und ja. Mehr kann ich nicht tun. Oh, noch ein Hirsch. Der mich nicht gesehen hat. Ganz leise, ganz langsam gehen wir auf ihn zu. Ohne dass er uns bemerkt. Oder halt die Rehe. Wie sollen wir an ihn rankommen? Der sieht uns doch. Ja, aber was soll ich denn tun? Er sieht mich doch auch, wenn ich von hier oben... Oder bin ich schneller als er? Nein, bin ich nicht. Ja, perfekt. Ach, okay, aber es ist nichts passiert, als er dort draufgekommen ist. Und weg ist der Hirsch. Und hier ist er auch nicht, oder? Nein, okay. Sehr erfreulich. Aber wie soll ich ihn denn fangen? Er rennt doch gleich weg, er sieht mich doch. Ja, ich weiß es auch nicht, wenn ihr da was wisst. Ab in die Kommis. Aber ich komme hier nicht weiter. Man kann den Hirsch nicht fangen. Er sieht einen immer. Und in diesem See ist auch nichts Spezielles. Aber ja. Das heißt, es geht gleich weiter. Und eben dann im nächsten Part. Der Hirsch, wenn es denn möglich ist. Und hier geht es noch weiter in den Wald. Und auch immer näher auf den nebelbedeckten Berg hinzu, auf den ich schon mal sehr, sehr gespannt bin. Hier oben nichts zu sehen fürs Erste. Dort drüben hat es etwas spezielle Landfläche, ein kaputter Baum. Aber ansonsten... Aufs Erste, ja gut, natürlich die Nachrichterhöhlen. Dieser Berg, der Turm, das Dorf des Suchers, der Vulkan.
das Schloss Hyrule. Es gibt noch so viele Sachen, was wir uns ansehen möchten. Genauso wie dieser Turm und auch dieser komische Wald oder halt Riesenbaum. Oder was auch immer das für ein Berg in der Ferne ist. Alles weitere seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, werde ich mich über eine positive Bewertung auf diesem Video freuen. Genauso wie ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Jeden Tag ein Video und weitere Infos in der Kanalbeschreibung. Schaut dort gerne vorbei und schaltet auch gerne wieder ein. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Und ciao.